Ja, willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um das Thema Kia Picanto und zwar um dieses Ding. Ja, der Kilometerstand ist 94.000 und den gucken wir uns jetzt mal im Detail an und ja, schauen mal, was da so dran ist. So, wir machen den Außencheck wie immer von vorne. Ja, ein paar Macken, aber ansonsten gar nicht so verkehrt. Ein paar Kratzer. Oh, ja, das ist nachlackiert worden. Das sieht man schon, dass der Lack nachlackiert worden ist. Spiegel, okay. Hier ein paar Macken und Kratzer. Typische Parkrempler eben auch hier. Ja, das kriegt man natürlich alles nicht mehr rauspoliert. Ich hoffe, man kann das jetzt wirklich erkennen hier, aber hier sieht man schon Streifschäden, obwohl das Auto ist schon so klein, ne? Und trotzdem wird das Ding eben überall angespitzt. Das ist natürlich schon ein bisschen doof. Auch hier, ja, das heißt, Tür müsste eigentlich lackiert werden. Hier müsste, das müsste auch lackiert werden. Also von der Seite her sieht das Ding dann nicht mehr so schön aus. Dann haben wir jetzt hier den Spiegel noch. Ja, gucken wir mal, Motorhaube auch hier, als wenn da einer mit irgendwas poliert hätte oder gereinigt hätte und hat zu sehr gekratzt. Also der Lack ist auf jeden Fall verhunzt. So, wir gucken uns nochmal die andere Seite an. Das ist auch, ja, hier sieht er eigentlich ein bisschen besser aus. Hier hat er natürlich noch die Macke. Hier vorne ist er auch hängen geblieben. Auch hier. Überall, auch lacktechnisch. Ja, man sieht überall ganz feine Riefen. Also lacktechnisch ist der wirklich nicht mehr okay. Ja gut, hier haben wir auch noch schön Rempler. Das sieht auch ein bisschen doof aus. Hier sind noch Teerflecken. Aber die kriegt man wahrscheinlich weg. Ja, auch hier. Ja, gucken wir mal von hinten. Ja, die Glühlampe sind noch in Ordnung. Das ist auch alles okay. Hier sieht man natürlich auch vom Einladen und Ausladen. Da hat man wahrscheinlich mal Sachen abgelegt. Das ist auch nicht mehr so okay. Das sind dann eben die Macken und die Kratzer. Sonst, ja. Ja, gucken wir uns das Ding mal weiter von außen an. Verglasung ist soweit heile. Ob die Fenster nachher rauf und runter gehen, das gucken wir uns gleich an. Auch hier Wischer. Sieht auch gut aus. Windschutzscheibe ist auch immer mal eine Sichtprüfung wert. Haben wir da irgendwie einen Steinschlag oder einen Riss? Das sieht auch ganz gut aus. Da ist auch nichts. Ja, das sieht auch gut aus. Ja, ich würde sagen, wir werfen jetzt mal einen Blick in den Innenraum. Okay, so. Schauen wir mal hier, das funktioniert alles. Sicherheitsgurte, gut, Polster sind jetzt nicht mehr ganz so frisch. Also eine Innenreinigung wäre da bestimmt mal fällig, aber ansonsten gar nicht so schlecht. Hier ist natürlich immer reinste Plastiklandschaft. Aber okay, es ist natürlich bei der Preisklasse schon. Dann schauen wir uns mal hier rum an, ob das funktioniert. Sitzpolster sind auch heile. Hinten noch schon schön zum Kurbeln. Aber auch das ist okay. So, wir gucken uns die andere Seite an. Oh, ja, hier kann man schon mal erkennen, dass die Tür, dass der Türsteller kaputt ist. Ja, also die Tür rastet nicht mehr sauber ein. Und jetzt gucken wir uns mal hier die Fahrerseite an. Ja, hier die Tür, der Türsteller ist noch okay. Ja, aber auch nicht mehr wirklich. Ja, nee, der ist auch nicht mehr okay. Ja, das heißt, wenn ihr die Tür aufmacht, ballert die bis außen hin. Dann kann es natürlich sein, dass ihr das Nachbarauto schön verkratzt und vermackt. Ja, ansonsten die Polster sehen noch ganz gut aus. Ja, Probefahren tun wir jetzt auch gleich mal. Ja, von innen gar nicht so schlecht. Und deswegen fahren wir den jetzt mal. Ja, so, jetzt gucken wir uns mal den Motor an. Jetzt ziehen wir mal die Haube auf. So, wir haben die Motorhaube jetzt mal aufgemacht. Jetzt gucken wir mal gemeinschaftlich rein. Ja, schön staubtrocken. Also Motoröl und Dichtigkeiten kann ich jetzt überhaupt nicht erkennen. Kühlwasser steht auch voll. Keilrippenriemen sind auch okay. Ja, gucken wir uns mal den Öldeckel an. Da war schon länger keiner mehr dran. Absolut okay. Kann man schön erkennen. Ja, obwohl hier kein Service-Intervall-Aufkleber mehr drin ist. Also ein Ölschild oder sonstige Sachen. Ist nichts zu finden, nichts zu sehen. Weiß man natürlich nicht, wann der letzte Service gemacht worden ist. Beim Kilometerstand von 94.000 würde ich sagen, er ist entweder gemacht worden oder er ist jetzt gerade fällig. Also so
kann man wirklich nichts erkennen. Ja. Das heißt jetzt, wir werden das Ding Probe fahren. Schauen wir immer mal. Ich glaube, das Spiel ist mittlerweile bekannt. Kontrollleuchten sind alle an. Ja, Kontrollleuchten sind alle aus. Ja. Was soll ich sagen? Ist eine reinste Plastikhochburg. Für den Preis ist wahrscheinlich auch nicht wirklich mehr drin, aber ja, Gänge lassen sich leicht schalten. Rückwärtsgang geht ohne Kratzen rein. Kupplung kommt auch ganz gut. Wir machen ja, Wahnsinn. Ja, gut. Die ist leer. Schauen wir mal. 94.000. Jetzt fahren wir mal eine Runde. Sich schon ein bisschen doof treten irgendwie, aber wir fahren einfach. Okay, so, fährt, ruckelt nicht, aber da klopft was. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das hören könnt, jetzt nicht. Wir fahren wieder zu einer schlechten Straße, aber da klopft was auf jeden Fall. Reifen sind ein bisschen laut. Ich denke, hier sind auch die Winterreifen drauf. Deswegen kann das sicherlich sein, dass die Räder recht laut sind. So, die E-Fenster scheinen zu funktionieren. Die Bläse funktioniert auch. Ja. So, die Ampel kann jetzt grün werden. Ja, ansonsten ist, man merkt, dieses Auto ist sehr schlecht gedämmt. Ja, was ist das denn, ey? Ja, schon auf ganz leichter Straße klopft das. Also das ist schon sehr komisch. So, wir fahren jetzt mal hier entlang. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Ja. Da ist also auf jeden Fall was ausgeschlagen. Ja. Also da ist irgendwie was lose, was ab. Da ist auf jeden Fall ein Riesengeklopfe. Ansonsten, er zieht nicht nach rechts, zieht nicht nach links. Deswegen glaube ich nicht, dass es irgendwie ein Querlenker ist. Im Lenkrad spürt man auch nichts. Weil normalerweise kaputte Spurstangendstück würde man so ein bisschen auch im Lenkrad feststellen können. Jo. Der abgehen wie eine Rakete tut das Ding jetzt gerade nicht, aber geht. Ja, da ist auf jeden Fall was. Ziehen wir die Handbremse. Also die geht auch nicht. Ja, also ich kann so weiterfahren. Ach du Scheiße. Also die bremst überhaupt nicht. Ja, Lenkrad stellt sich zurück. Also wir wissen den Servicestand nicht. Wir wissen nicht, ob das Ding mal einen Zahnriemen bekommen hat. Wir wissen nicht, was da poltert. Und die Handbremse geht auch nicht. Ich zieh noch mal die Handbremse. Ich kann so weiterfahren. Also das bringt überhaupt nichts. Deswegen müssen wir uns jetzt auf jeden Fall mal angucken, was das für ein Geräusch ist und was mit der Handbremse ist. Okay, los geht's. Wir schauen mal hier, was hier so los ist. Ja, Stoßdämpfer sind dicht. Federn sind auch okay. Also Stangen, Lenkung ein. Knatschen ist also normal. Ja, gucken wir uns mal hier um. Ja, wenn ich mir das angucke, dann möchte ich fast verwetten, hier oben, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, da ist also auf jeden Fall die Manschette ist schon verknittert und das können natürlich auch die Geräusche sein. So, wir nehmen jetzt mal einen Hebel und kneten mal in der Verbindungsstange. Das sieht gut aus.
Allerdings, wenn ich mir hier so die Manschette angucke, dann ist das wirklich nichts. Die sollte man also wahrscheinlich doch neu machen. Gucken wir uns mal die andere Seite an. Auch hier eine Vermessung wäre sinnvoll. Die Räder laufen sich leider innen etwas einseitig ab. Ja, schauen wir jetzt mal, ob da irgendwo drin ist. So ist kein Spiel drin. Da ein bisschen das Federbandschutzlager, ein bisschen Umspiel. Also jetzt hier, wenn ihr hier mal guckt, was ihr bitte erkennen könnt. Wenn man jetzt hier so wackelt. Ja. Also Federbandschutzlager. Gucken wir uns die andere Seite auch noch mal eben an. Nochmal. Ja, das gleiche ist auch Spiel. Hier noch, ob hier was undicht ist. Ist ausgeschlagen. Ja, Lenkung ist dicht. Ja, schon. Muss das ja ausgeschlagen sein. Ja, hier ist minimal Spiel drin. Also das kann es also auch schon sein. Ja, da reicht jetzt nicht wirklich viel. Aber schauen wir eben, nehme ich mal eben hier so mit. Ja. Ja, da ist Spiel drin. Und deswegen. Also, Koppelstangen sind auch kaputt. Jetzt gucken wir noch Bremse. So, Spurstangen, das scheint alles heile zu sein. Müssen wir eben noch einmal nach den. So, nach den Reifen sind auch okay. Gut. Ja, was wir festgestellt haben, dass die Handbremse überhaupt nicht zieht. Ich habe die jetzt mal standardmäßig angezogen im Innenraum, als ich hier drauf gefahren bin. Und ja, ich kann das Rad also so drehen. Also da stimmt irgendwas nicht mit. Also ich habe die Handbremse jetzt von innen ganz normal angezogen. Ist also auch Murks. Wir gehen mal zur anderen Seite. Schauen mal hier. Ja, ist schon ein bisschen straffer, aber trotzdem, ja, ich habe also die Handbremse volles Rohr angezogen, ganz normal, wie man das eben so macht. Und dann darf sich das Rad so nicht drehen lassen, also das stimmt irgendwo was nicht. So, wir schauen uns jetzt das Auto mal final noch von unten an, obwohl wir eigentlich nicht wirklich erkennen können, ob die Bremse wirklich undicht ist. Also, ja, da scheinen also wirklich die Belege abgefahren zu sein. Wir haben auch hier keinen Federnbruch. Auspuff hängt in seinen Gummis. Gummis sind auch nicht porös. Ziemlich vermockt, als wäre das Ding mal durch den Schlamm gefahren. Also da würde ich dann auch mal dafür sorgen, dass man das Ding mal von unten sauber macht. Das macht also auf jeden Fall auch Sinn, aber sonst Bremse ist okay. Normalerweise würde man dann hier schon die Bremsflüssigkeit runtergelaufen sehen, wenn die Bremse hinten nicht funktioniert. Ja, sehen wir oftmals die Radbremszylinder dann undicht. Stoßdämpfer, naja, sind noch okay. Als wenn man irgendwie durch den Lehmhaufen fährt. So, Auspuffschelle ist auch dicht. Ja. Also rein optisch können wir von unten jetzt erstmal nichts feststellen. Warum die Bremse jetzt hinten nicht geht, muss man zerlegen und dann wirklich nachschauen, was da wirklich kaputt ist. Sie hat auf jeden Fall keine Leistung, der Wagen wird auf jeden Fall wegrollen und das ist nicht okay. Jetzt gucken wir uns das Auto final nochmal von unten an, ob hier noch irgendwo was zu sehen ist. Achsmanschetten sind okay, Motoröl und Lichtigkeiten. Hier fängt die Ölwanne ein bisschen an zu gammeln. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Das ist bei vielen Fahrzeugen ein Problem. Hier ist aber noch dicht. Ist auch okay, Getriebe ist dicht, Motor ist dicht, Keilrippenriemen ist okay. Hier sind auch keine Spuren von Kühlmittel oder sonstigen Sachen, auch okay. Aber hier kann man eben erkennen, wie kaputt diese Koppelstange ist. Also die müssen wir auf jeden Fall neu machen, das bringt nichts. So. Bremsscheiben, Tragbild ist auch okay, Bremsschläuche auch. Wir gucken noch mal final auf dieser Seite. Ja, Achsmanschetten heile, Bremsschläuche heile, Tragbild okay. Ja. Ja, Fazit bei diesem Auto ist, wir haben auf jeden Fall Geräusche an der Vorderachse. Wir haben eine Bremse, die hinten nicht sauber funktioniert und der Wartungsstatus ist unklar. Und teilweise sind die Türsteller auch nicht mal richtig in Ordnung. Das heißt, die Tür wird nicht auf der Mittelraste gehalten. Das ist dann doof, wenn ihr irgendwo in schmalen Parklücken einparken wollt und ihr macht die Tür auf und ihr geht in einem Schwung so durch. Das ist für die Tür des Nachbarn nicht immer wirklich gut. Ja, aber ansonsten geht es. Ja, das war's in diesem Video. Ich sag bis demnächst, haut rein, danke und tschüss.